Mad Goat Studio präsentiert ihr Erstlingsprojekt in der 0.9 Version Northern Lights. Und wie gesagt, Mad Goat hat uns einen Key geschenkt und gebeten, dass wir das Spiel präsentieren, weil wir sind natürlich mit The Long Dark recht erfolgreich momentan unterwegs. Und deswegen, ja, wahrscheinlich diese kleine, haben sie wahrscheinlich geguckt, wer macht, wer spielt denn überhaupt noch Long Dark, haben gesehen, oh, die Jungs, oder der Junge in dem Fall, weil es ja ein Solospiel von Players Level, der spielt noch so Long Dark und haben sich gedacht, oh, das ist einer, dem müssen wir das geben, der interessiert sich da auch für, der wird da auch sicherlich begeistert sein. Und sie haben recht. Weil, tatsächlich war mir das Spiel schon im Steam Workshop aufgefallen und ich hatte tatsächlich schon überlegt, das mal anzuspielen. Ah, geht nur Englisch. Musik müssen wir halt leiser machen. Frage. Nee, das ist was sehr leise. Versuchen wir es mal so. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ja, weil es ist tatsächlich sehr ähnlich. Das ist mir also auch aufgefallen und von daher fand ich das eine ganz gute Idee, das mal zu spielen und war also selber schon scharf darauf, es zu spielen. Oh, Blumen lassen wir mal an, obwohl ich finde es oft störend. Also, ich lasse es aus. So, wir drücken mal New Game. Ich weiß nicht, ob es ein reines Survival-Spiel ist oder ob es storygebunden ist. Wir werden jetzt einfach mal reingucken. Oh, es gibt eine Story, okay. Resourceful, also experience the story made in of the light. Recommend the new players to familiarize with the game. Starting a new game will now erase your previous progress. Difficulty, be the hunter or become hunted. You will often find yourself struggling for survival. New or experienced players looking for a balance between exploration and survival. Wildlife will act territorial, while the natural elements are challenging, but the lucky zurück. But the abundant resources make it for it. Es gibt halt reiner Survivor, ist klar. Resourceful ist halt Wanderer, ist halt wahrscheinlich der Entdecker. Also ich denke, wir sind in der Mitte ganz gut. Wir spielen es mal auf Resourceful. Und ja, ich bin gespannt. Ist er denn stürzt ab? Lucky nein. Lucky, zurück. Also 13. September. In Northern Siberia. Sibirien, also. What just happened? Oh mein Kopf, was ist gerade passiert? Oh mein Gott, was ist gerade passiert? So, Hilsbar. Klar. Ich glaube, das hätte man jetzt nicht erklären müssen. Okay, also wir sind offensichtlich hier mit diesem Hubschrauber abgestürzt. Okay. Grafik ist natürlich ganz was anderes, ne? Gut, warum ist der Helikopter von innen so verschneit? Das macht keinen Sinn, wenn er gerade erst abgestürzt ist. Anscheinend sollen wir zu diesem Ort hier vor uns gehen. Dann machen wir das einfach mal. There's blood traces everywhere. Is Alexei okay? I need to find out.
Ich habe gerade ein Déjà-vu, dass die Story quasi genauso ist wie bei The Long Dark, weil Absturz, Blutspur, Frau. Ja gut, die Blutspur hatten wir nicht. Kann ich hier eigentlich irgendwas schon machen? Also die Pflanzen am Boden finde ich so ein bisschen rein platziert. Ich weiß nicht, ob ich damit was machen kann. Ich nehme es einfach mal mit. Okay. Noch mehr Blut. Da hinten ist ein Tier. Sorry für den Lärm im Hintergrund. Mach mal die Kamera an, damit ihr meine Verzweiflung seht. Einfach nur mal so, damit ihr es seht. Okay, Take ist E. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Oder? Ein Reh. Nochmal Blut. Ah, you can find a variety of herbs in the Arctic floor, from plants and mushrooms to tasty berries. Be careful, some of the herbs may help you cure diseases, but others can be straight poisonous. Klar, es gibt Pflanzen, die man halb, ne, die nützlich sind, manche, die eben giftig sind. Ja. Eine unbekannte Pflanze. Nimm's mal mit, einfach weil wir's können. Noch mehr Blut. Ich würde sagen, derjenige hat hier anscheinend die Richtung gewechselt. Diejenige, Alexei, weiß ich nicht, ob das. Kann auch ein Mann sein oder eine Frau. Oh. Saft. Okay. Noch mehr Blut. Noch mehr Blut. Reh. Die Grafik an sich ist schön. Ich finde nur die Pflanzen sehen so rein platziert aus hier. Die Bäume nicht so. Also eigentlich nur die Bodenpflanzen. Wahrscheinlich, weil sie genau das hier auch sind. Rein platziert. Okay, geht hier anscheinend hoch. Was der Schnee war. Ich habe bis jetzt keine Gewichtsanzeige oder sowas gesehen. Also das war harter Schnee, das ist jetzt weicher Schnee. Trotzdem mache ich keine Fußabdrücke. Details, meine Herren, Details. Nicht wundern für die, die gerade auf Twitch eingeschaltet haben, warum dieser Stream hier auf The Long Dark läuft. Hintergrund ist ganz einfach der, dass man bei Twitch nichts anderes einstellen kann, weil Twitch Northern Lights als Spiel quasi nicht kennt. Und da habe ich mir erlaubt, damit dann überhaupt was drin steht, The Long Dark zu nehmen, weil ja doch die Verwandtschaft doch sehr offensichtlich ist und ja. Bevor nichts drin steht, dachte ich mir, glaube ich, verzeiht ihr mir noch am ehesten, wenn ich was Verwandtes nehme. Tja. Wir verfolgen eine Blutspur von jemandem aus dem Helikopter. Wir wissen nicht warum, wir wissen nicht, wer es ist. Wir machen es nur, weil es eine Blutspur ist und wir uns Sorgen machen natürlich. Okay. Ja, hier eigentlich dasselbe. Das wirkt alles so ein bisschen rein platziert. New Map Entry. Mhm.
Ich weiß gar nicht, dass ich eine Karte habe. Ah, okay. Ja, okay. Die Karte erinnert uns sehr stark an das erinnert uns alles sehr stark an Green Day. Nicht Green Day. Green Forest. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Alles unknown. Skills. Ah, ich kann einen Rockholder und einen Woodholder kann ich bauen. Und eine Storage Box. Okay, so sinnvoll wie ein Arsch auf Eimern. Ah, ich kann also auch schon das craften. Okay. Da fehlt mir noch ein Seil. Für ein Seil brauchen wir Wurzeln. Aha. Wäre ja schön, wenn Missing Required Items dann hier auch stehen würde, was fehlt, ne? Das wäre irgendwie total sinnvoll. Aha, also umso höher mein Skill ist, umso mehr wird aufgedeckt. Ein Stickbed kann ich machen, okay. Ich kann auch eine Falle kann ich schon bauen, ich kann ein kleines Feuer bauen. Ja, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall schon mal das Messer. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, das sieht leider verblüffend genauso aus wie Green Hell. Jetzt fällt es mir wieder ein. Verblüffend genauso, um nicht zu sagen, eigentlich ist es eine 1:1 Kopie. Wir haben Sticks, noch zwei, okay. Da sieht man, was ich alles trage. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Seil. Um ein Seil zu machen, brauchen wir war das Seil da? Hä? Warum habe ich denn jetzt auf einmal habe ich jetzt schon mehr, wieder mehr, was ich bauen kann? Aber auf jeden Fall Wurzeln. Roots. I've got no roots. Ah. Ist auf jeden Fall was gewesen. Jemand gewesen, was gewesen, jemand gewesen. Oh. No, no, no! Alexei! Also es war ein Kerl. Dead. Klatsch kaputt. Ken haben wir gekriegt, naja. Juhu, Erfolg. Okay. Wir kennen zwar den Pilz sicher. Nehmt es einfach mit, auch wenn wir nicht wissen, was es ist. Sanity's Law in Poor Condition. Lack of Stat Management and other unpleasant events. The lower your sanity is. Closer you are to become insane expense solutions. One of the first symptoms of losing sanity. Harmless at first. Get a little dangerous later. Tja. Wir können die Pilze nur einsammeln. Man kann sie nicht untersuchen oder so. Ich wüsste mal gerne, wie man dann am Meer Wissen gerät. Das ist mir noch nicht klar. Ich meine, so sieht es ganz passabel aus, ne? Also, ich meine, warum nicht Green Hell in die Arktis versetzen? Spricht für mich so nichts dagegen. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite wieder raus.
vollgepackt mit Pilzen. Und jetzt fahren wir mal kurz nach Holland. Das sieht irgendwie aus wie die gleiche Seite. Das ist die gleiche Seite. Okay. There is a location nearby. The best way to finding locations by using your binoculars. Okay. Mit V. Also ich. Da ist was. Stimmt. That must be the research camp I was supposed to investigate. Better check it out. Okay, ich kann aber das nicht bewegen, die Bikan, das Fernglas. Sobald ich in der Nähe von dem eigentlichen Ziel komme, zieht er mich da automatisch hin. Ich habe das eigentlich losgelassen. Also ich kann da gar nichts gegen tun. Okay. Ob ich das gut finde. Ich finde es auch nicht schlecht, sagen wir mal so. Stört nicht, aber. Doch, es stört. Ich nehme es zurück. Ich finde es lästig. Wo sind wir denn jetzt? Also, nee, wir sind doch auf der anderen Seite. Ach, man kann das auch pinnen, okay. Pinesap. Ja. Wir haben noch eine unbekannte Pflanze gefunden. Das ist absolut korrekt. Wir haben Messer. Weil ich jetzt nicht weiß, wie ich mit dem Messer. Oh, ich habe auch einen Kompass. Oh ja. Watch ist T. Was heißt Watch? Ah, ist Uhr. Okay. Das heißt, wir haben eine Uhr und wir haben einen Kompass. Das ist ja schon mal eine Erleichterung, sag ich mal. Besonders fantasiereich waren sie mit der Landschaft nicht, muss man sagen, weil es sieht eigentlich genauso aus wie auf der anderen Seite. Hätte ich jetzt nicht durch Zufall diese Fragezeichen hier gesehen, wäre ich davon völlig überzeugt gewesen, dass ich noch immer auf der anderen Seite bin. Der Schnee ist eigentlich so. Ja. Eigentlich eine lausige Textur, muss man sagen. Also der Schnee da, nicht falsch verstehen. Der da, der ist nicht schön. Das hier ist okay. Das sieht ja aus wie eine Wurzel hier. Tja. Kannst du dir hier von der Küche holen. Das sind alle Kabel, die ich rausgenommen habe. Tja. Also, ich weiß nicht, was sie sich bei dem Untergrund gedacht haben. Das sieht doch nicht aus wie Schnee. Das sieht aus wie Schnee. Das sieht nicht aus wie Schnee. Und da ist auf jeden Fall ein Camp. Hier ist nochmal eine Pflanze. Wissen zwar nicht, was es ist, wir nehmen es einfach mit. Weil wir sind nun mal lootsüchtig. Kann ich denn irgendwie. Aha, einen Baum kann ich fällen. Mit dem Rest hier kann ich anscheinend nichts machen. Eine Grafe. Ne, das ist auch ein Reh. Das sieht nur sowas komisch aus. Okay, der Generator läuft. Damn it. The camp is ravaged. What happened here? Various effects can be contracted during the playthrough.
And other active affections can be viewed by holding Q. An affection wish is not yet an affection, but is the process of becoming one of it one deals with in time. To find the treatment, you must use the journal for clues. Okay. Was? Hypothermia Risk. Unterkühlung ist das, glaube ich. Okay, da scheint es irgendwo anders hinzugehen. Warum ich das Fahrzeug hier nicht benutzen kann, keine Ahnung. Benzin ja scheint ja da zu sein, ne? Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Gucken wir mal, ob wir irgendwas noch finden. Oh, da liegt ja jemand drin. Okay. Okay, jetzt kann ich die Maus auf einmal nicht mehr bewegen, warum auch immer. Okay, der gleiche Effekt wie eben, wo er auf irgendwas festhängt, man weiß aber nicht was. Also anscheinend ist irgendwas in dieser Richtung. Wahrscheinlich hinterm Berg oder so. Ich hoffe, jetzt kommen wir wieder heil zurück. Nein. Okay. Die Tür zu machen wäre irgendwie sinnig, ne? Nein. Okay. Das die Grafik. Not working. Seems like the power is down. I should check the cables. Ist so. Okay, da hat irgendwas gepiept. Keine Ahnung warum. Papier kann man sich für. Okay, ich kann was reintun. Weil die Kisten sind anscheinend leer. Die gleichen kann ich auch nicht untersuchen. Oh, ein Stück Stoff. Ein Stück Metall, okay. Jetzt ist natürlich. Was willst du von mir? Ach so, ich bin fast erfroren oder was? Tja, ich würde ja gerne die Tür schließen, aber ich weiß nicht wie. Also es sagt ja, ich soll die. Swimming Hot Food. Okay. Ah. Die Kabel sind durchgeschnitten. Tja, check the cam for clues. Ja, das Kabel kommt hier irgendwie komisch durch die Wand.
Ja, aber ich habe hier nichts zu untersuchen. Ich weiß nicht, ob das Spiel gerade von mir will. Ich kann hier auch nicht interacten. Tja, ich weiß nicht wirklich, was ich jetzt hier machen soll. Ah. A map. Great. Looks like they've circled an area called Mysterious Woods. I guess I'm heading that way. Ja, aber ich bin ja jetzt schon unterkühlt. Wäre es nicht sinniger, einfach die Leiche rauszuschmeißen, die Tür zuzumachen? Mal ganz ehrlich. Okay. Ja, ich kann ja ein Feuer craften. Aber ich kann es nicht anmachen. Weil ich kein Seil habe. Naja, also ich brauche Roots. Für den Handdrill brauche ich hier Spursbark. Egal was das ist, Spursbark. Ja, ich kann hier eigentlich nicht wirklich irgendwas machen. Oh, it's freezing cold. Ich muss Richtung Norden. Kompass. Your battery temperature has dropped drastically. Stand next to heat source to get warm or else you risk developing frostbite. Your stats can be tracked by pressing T. In interacting with your watch. I should get a fire going, but how will I get some wood? Ich habe ja Sticks. Ich stehe ja jetzt bei einer warmen Quelle. Und jetzt? Aha. Okay. Ich brauche ein Seil. Wie kann ich ein Seil machen, wenn ich keine Wurzel habe? Wieder eine Pflanze, die ich ansammeln kann. Noch mehr Steine. Da habe ich den Saft her. Aha. Okay, das war schon mal Material für ein Seil. Denke ich. Also. Gucken wir mal. Können wir jetzt ein Seil machen? Wie komme ich jetzt da? Ah, da war Rob. So, jetzt habe ich ein Seil. Damit kann ich jetzt eine Hatchet machen. Time to chop some trees. So. So, trees can be chopped
down for wood using a hatchet. Once a tree has been cut down, it will yield woodlocks. Harvesting a woodlock will yield firewood. And harvesting firewood will yield sticks. Okay. Gut, das kennen wir ja. Ja, der Baum ist näher ran, den nehmen wir. Aha, das Fußbark, das ist es. Also ist es irgend so ein Gelumpe halb. Das heißt, ich kann jetzt den Handrill kräften. Und ich kann das Feuer craften. Ich kann das aber natürlich nicht hier drinnen aufbauen, das war klar. Warum bauen wir es auf? Ja. This should do. Now to get it burning. So. Use Tinder. Starter Handrill. Aha. Gut, es knistert nicht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange es brennt und es knistert noch nicht mal. Also normalerweise, ich guck mal auf die Uhr. Aha, jetzt haben wir plus gerade. Das heißt, wir müssten jetzt auch wärmer werden. Ja. Das ist der Fall. War gerade so ein bisschen hakelig. Man kann keinen Seitenschritt einfach so machen. Bisschen merkwürdig. Ich habe jetzt einfach noch mal Feuerholz gemacht, weil ich weiß es ja nicht besser. Tja, wie repariere ich das jetzt? Okay, gucken wir mal. Rockholder, Ropeholder, Pelt Cooling Rack, Storage Box. Bed. It's too late to travel now. I should craft myself a bed. Ich
Ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Ich konnte mir das schon denken. Ah, da geht's. Da geht ich. Warum auch immer. Okay, ich brauche noch mehr Holz. Ich will einen Seitenschritt machen. Strong is good enough for a quick nap. Time for some rest. I should really get going now. Okay. Das heißt was? Viel zu früh. So. Okay, es hat geschneit. Ah, Feuer ist aus. Tja, ich ende mal die Folge an der Stelle und bin mal gespannt, was noch passiert. Bis jetzt sieht es, ja, es sieht gut aus, aber ob sie es dann auch gut spielen lässt, das ist die berühmte Frage. Ich sag mal bis dann. Tschüss.